das kommt alles. Hannes und Dings kommt. Harry kommt sicher, Hannes und Harry. Wo ist Licht? Wo ist am hellsten? Jetzt kommt. Super. So, das ist eine so Privatpaprika. So viel? Das ist eine Privatpaprika von einem Privatbesitz. Es ist nicht offiziell ungarischer Paprika, es ist eine sozusagen eine geheime Paprikaquelle. Das wird in Berge abgebaut. Das wird die Paprika wird abgebaut in Paprikaberg. Und die Bergarbeiter arbeiten mit dem Paprika und machen dann die ungarische Herze, die berühmte. Sehr gut riecht es. Komm, so gut riecht es. Paprika? Ja, sehr gut. Viel mehr riecht es. Schön riecht es. Das ist mehr Vitamin C. Man muss aufpassen, dass es nicht alles schmutzig wird. Weißt du, was die Slowaken gemacht haben? Ne? Also in 90er Jahren war so Affäre. Die haben Siegel ne, da reingemalt. Oh. Rote Siegel haben sie reingemalt. Ja, du wirst lachen. Momentan ist in Ungarn gibt's kein Paprika. Da gab es wieder einen Skandal. Oh, okay. Ja, da haben sie jetzt wieder was entdeckt. Nein, nein, nein. Und da haben sie Siegel reingemalt. Ja, ja. Ja. Nein, aber es war Schlimmeres. Irgendwelche Blei. Der verfärbt sich rot oder so, oh. Weißt ja. Wo haben Sie was mit dir? Oh Gott. Also. Und seitdem heißt es Ungarn Plating. Schau, das ist schön so. Das ist der Akt des Schneidens. Jeder muss so ein Stück Paprika essen, unisolo. Ohne alles. Das ist der Performance. Ein bisschen mit Löffeln, dann ja, ein genau. Löffel. Das würde ich dir empfehlen. Sind nur Gurken, lauter Paprika. Und dann beobachten, was aufs Klo ist. Ja, wirklich. Ich will die beerben. Achso, auf den Stein machst du das? Kann man das? Ja. Süß. So, den muss man so schneiden. Genau, das ist die. Genau das. Deswegen habe ich das Brot. Genau so. Aber ganz dünn sollte es sein. Ganz dünn, genau. Genau so ist es. Eigentlich am Busen einer Frau. Ja, genau. Und deswegen das runde Brot. Ich kann durchschauen, ja, genau. So, ja, das wird ein kleines Stückchen Brot abschneiden.
normale Mäuse. Oder wie ist das schreibt? Ist sehr groß. So, und jetzt muss viel dünner geschnitten werden. Ja, du isst die Peperoni so. Ich habe sie so getränkt, das hat wirklich gemerkt. Ja, getränkt und dann noch. Du isst die Peperoni so. Ja, ja, genau. Kein Problem. Ja. Wenn er nicht mehr kalt ist, muss man ins Bett schauen. Er muss so kalt sein, muss kalt sein, dass man gut den Schnee hat. Deswegen stelle ich vor, dass die Stücke, was man nicht isst, ja, wenn du reinkommst, links wechseln. Unten. Eine muss immer im Kühlschrank sein und dann wechseln, damit es nicht so zäh ist. Wenn er sich so hin und her bewegt, dann ist er zu warm. Und da kann er cool kommt das Kühlschrank. Ich möchte ganz groß den Alaska lassen. Ich total im Bild. Habe ich schon ganz groß, aber ich mache ihn noch einmal. Das ist eben der Beweis, dass die Ungarn schon in Alaska sind. Dass man ihm schmieren kann. Das ist eine Brotaufstrich mit Paprika. Und das ist ganz wenig und nicht so fair. Du musst ihm eine Aufstrich daraus schneiden. Das ist gut. Gut, willst du es? Willst du essen? Live.